Dramatisch klingt auch das im bislang größten Berliner Rocker-Prozess. Ist die Polizei wegen massiver Fehler selbst ins Visier der Ermittler gerückt. 4,5 Jahre nach einem Mord im Hinterzimmer eines Wettbüros hat die Staatsanwaltschaft jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle Details dazu liefert Norbert Siegmund. Chefermittler mit Grabesmiene. Denn der Verdacht gegen drei Polizisten des Berliner Landeskriminalamts sei, so Berlins leitender Oberstaatsanwalt, dramatisch. Der Vorwurf: Totschlag durch Unterlassen. Womöglich war es der polizeilichen Fehler zu viel. Womöglich ließen Berliner LKA-Beamte 2014 den Mord an Tahir Özbek trotz bekannter Gefahr einfach geschehen. So der Verdacht. Ab welchen Fehlerzahl sagt man, das ist nicht mehr durch Fahrlässigkeit zu erklären, sondern da hat jemand bewusst in Kauf genommen, den Özbek wie ein Wurm an der Angel. Das ist ja der Vorwurf, dass man sagt, man hängt den hin, um Straftäter überführen zu können. Das ist meine ganz persönliche Sicht, schwer vorstellbar für mich, dass Polizeibeamte sowas machen. Doch der Verdacht verdichtet sich. Anfang 2014. Das Überwachungsvideo zeigt eine mutmaßliche Racheaktion der Hells Angels nach einem Streit. Rocker stürmen ein Wettlokal in Reinickendorf, erschießen den 26-Jährigen. Schon zu Prozessbeginn vor 4 Jahren wird der Vorwurf laut, die Polizei hätte die Tat verhindern können und müssen. Anfängliche Ermittlungen gegen Polizisten führen jedoch zu nichts. Doch die Richter bringen nach etlichen Zeugenaussagen am Donnerstag den Stein erneut ins Rollen durch einen sogenannten rechtlichen Hinweis. Sie sehen die Möglichkeit, dass Beamte des Kriminalamts Kenntnis hatten von einem bevorstehenden Tötungsdelikt und trotz dieser Kenntnis unter billigender Inkaufnahme, dass jemand getötet wird, keine erforderlichen Maßnahmen eingeleitet habe. So hatte die Polizei noch Tage vor dem Mord Telefonate der Rocker abgehört. Mutmaßlich auch einen verklausulierten Mordauftrag. Das spätere Opfer ist dann von dem Anführer beschrieben worden als derjenige, der schon mal halb tot geschlagen worden ist. Und dass er doch eigentlich schon genug Prügel bekommen hat. Und man müsse sich halt um die Sache kümmern. Irgendjemand muss bewusst entschieden haben, dass man hier nichts tut. Und dabei hat er dann billigend in Kauf genommen, dass das Opfer dabei stirbt. Wir haben hier einen Menschen, der sich morgens seine Schutzweste angezogen hat, seine Schusswaffe eingesteckt hat und wusste, dass ihm was widerfahren kann. Aber unabhängig davon, es wäre wohl Pflicht der Polizei gewesen, ihn darauf hinzuweisen, dass es eine akute Gefährdung gibt und ihm vielleicht entsprechende Schutzmöglichkeiten anzubieten. Die Staatsanwaltschaft nun vom Gericht getrieben, meinen die Opferanwälte. Schon vor Jahren hätten die Ermittlungen gegen Polizisten wieder aufgenommen werden müssen. Derweil fordert die FDP den Rauswurf des LKA-Chefs. Schon im Fall des Breitscheidplatz-Anschlags habe er bewiesen, dass er die Behörde nicht im Griff habe. Tja, da stehen eine Menge Vorwürfe im Raum. Bei mir ist jetzt der Innenexperte der SPD-Fraktion, Tom Schreiber. Guten Abend. Guten Abend. Totschlag durch Unterlassung. Was für ein Licht wirft das jetzt auf die Polizei? Das wäre ein schwerer Schlag, auch gegenüber der Berliner Polizei und dem Berliner LKA insbesondere, wenn sich das, was jetzt hier im Raum steht, als Tatsache bestätigen lässt. Und das letzten Endes, was auch der Richter deutlich gemacht hat, dass wir tatsächlich ein Bild haben, was möglicherweise auch Böses ahnen lässt. Und deswegen ist es richtig, dass jetzt hier in aller Härte, in aller Konsequenz, aber letzten Endes auch durch das Gericht, durch die Aufklärung und durch das Urteil am Ende Klarheit geschaffen wird. Es gab vor 4 Jahren eine interne Ermittlung bei der Polizei. Erscheint die nicht jetzt auch fragwürdig? Na, sie erscheint ja noch mal in einem besonderen Licht, denn der LKA-Chef Steyhoff, aber auch die damalige Polizeivizepräsidentin Frau Koppers spielten damals ja schon eine Rolle bei der Frage, wie geht man eigentlich mit dem Fall um? Jetzt ist Frau Koppers Generalstaatsanwältin und jetzt sitzt sie auf der anderen Seite und verfügt im Grunde genommen, dass hier noch mal auch richtig ermittelt wird durch Staatsanwälte und durch andere. Deswegen ergibt sich schon ein merkwürdiges Bild, denn die Dinge, die damals vorgeworfen wurden, sind ja nicht anders wie heute. Ist es denn für Sie generell vorstellbar, dass weder ein LKA-Chef noch die damalige Polizeiführung über all diese Vorgänge Bescheid wussten? Nein, es gibt besondere Lagen, es gibt Sicherheitslagen und gerade im Bereich der organisierten Kriminalität, im Bereich des Terrorismus und darüber hinaus werden natürlich Abteilungsleiter, aber auch die Menschen, die darunter sind, Verantwortung tragen, informiert. Und gerade in dem Fall reden wir ja von einem Mord. Und da ist es ja nun nicht so, dass hier man einfach sagt, das bleibt an einem Sachbearbeiter einfach hängen, sondern
sondern hier geht es schon darum, dass auch natürlich die Führung, zum einen Herr Steyhoff als LKA-Chef, aber zum anderen auch die Polizeiführung, das war damals der Polizeipräsident Kant und Frau Koppers als Vizepräsidentin, ein Stück weit natürlich auch in der Verantwortung stehen und die Fragen werden kommen. Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Drei Beamte stehen jetzt im Fokus der Ermittlungen. Das heißt also, man muss also die Mitverantwortung auch anderer, die Sie schon angesprochen haben, auch genauer hinterfragen. Natürlich und das auch zu Recht, ganz klar. Denn aus dem einfachen Grund, wir müssen erst mal abwarten, was der Prozess Ende des Jahres ergeben wird, was das Urteil sein wird, was dort drin steht und was der Auftrag auch an das Parlament letzten Endes ist. Ob möglicherweise ein weiterer Prozess folgt, auch gegen die Beamten, das ist noch offen und fraglich. Aber auf der anderen Seite wird all das natürlich auch ein Stück weit zusammenaddiert werden müssen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Auch der Breitscheidplatz spielt eine Rolle und auch die Verantwortung von Personen, die jetzt noch in Amt und Würden sind. Na klar. Mit diesem Wissen jetzt und wo wir noch nicht wissen, wie die Sache jetzt ausgehen wird, genau. Ist es da jetzt an der Zeit, nach personellen Konsequenzen auch schon zu rufen? Ich finde, es wäre natürlich etwas zu früh. Aus dem einfachen Grund, wir kennen alle nicht die Ermittlungsakten, die Prozessakten. Wir wissen nicht, was da noch weiteres drin steht. Es ist jetzt erstmal Aufgabe des Gerichts und auch des Richters und der anderen dort, sage ich mal, ein Urteil auch zu finden, beziehungsweise eins auch auszusprechen am Ende. Und wir werden dann prüfen müssen, in der Tat, auch als Parlament, auch als Innenausschuss, wer da welche Verantwortung zu tragen hat. Ich bin nicht der Auffassung, dass immer die Verantwortung allein beim Sachbearbeiter weiter unten liegt, sondern die Pyramide geht immer nach oben an die Spitze. Und wir werden weiter berichten. Dankeschön heute für das Gespräch mit Tom Schreiber, dem Innenexperten der SPD-Fraktion. Dankeschön.